Soll ich mit ihm sitzen? Wir werden versuchen, in den Themen Digitalisierung und Industrie 4.0 Licht ins Dunkel zu bringen. Im Gegensatz aber zu anderen Revolutionen, wo spektakuläre Maschinen die Veränderungen haben erahnen lassen, ist die vierte industrielle Revolution eine Revolution der intelligenten Informationsverarbeitung. Wir stellen fest, dass es heutzutage in den Unternehmen rund um die Digitalisierung und die Industrie 4.0 Unklarheit herrscht. Ziel der Serie ist es, hier Licht ins Dunkle zu bringen. Industrie 4.0 ist schön und gut, aber was bringt mir das konkret? Wir werden hinter die Kulissen blicken und zeigen, was die Leute schon gemacht haben. Diese Revolution, die kommt auf leinen Sohlen, aber mit geballter Ladung und hat disruptives Potenzial. Guten Tag und willkommen in unserer Webserie The Secrets Behind Smart Factories. Bevor wir ins Thema einsteigen, wollen wir über die Geschichte sprechen. Die erste Revolution geht auf das 19. Jahrhundert zurück, als man Dampf verwendete und die Produktion mechanisierte. Ein bisschen später konnte durch die Erfindung der Elektrizität die Massenproduktion dank Herstellungsketten gestartet werden. Man spricht hier von der Industrie 2.0. Die Industrie 3.0 ist in den 1970er Jahren dank Informatik und Elektronik entstanden. Sie erlaubt eine teilweise Automatisierung, wie dieser Roboter, der programmierte Aufgaben erledigt. Heute ist es nicht möglich, mit einem Satz zu erklären, was die Industrie 4.0 genau bringt. Industrie 4.0 ist für viele ein Schlagwort und nur wenige können wirklich entsprechenden Leistungsausweis vorweisen. Die Menschen kennen die Industrie 4.0 nicht wirklich. Wenn man mich nach meiner Arbeit fragt, es ist immer schwierig, in einem Satz auszudrücken, was man wirklich macht. Fangen wir bei der Industrie 3.0 an. Alle Maschinen verfügen durch die Elektronik über eine Art von Automatisierung. Bestimmte Daten können dank der Kommunikation zwischen Maschinen und Computern gemessen oder sogar korrigiert werden. Das ist der Punkt, wo sich die Grundlagen der Industrie 4.0 entwickeln können. Mit ihren Funktionalitäten kann sie aufzeigen, was auf ihren Produktionslinien vor sich geht. Es gibt noch weitere Funktionalitäten, wie zum Beispiel Predictive Maintenance oder Closed Loop Manufacturing. Indem Daten gesammelt werden, kann man sie verarbeiten, zusammenfügen und so Informationen generieren. Das sind die ersten Schritte von BI, Business Intelligence. Industrie 4.0 ermöglicht einem Unternehmen, sich selber zu messen, transparent das, was man tut, zu zeigen, zu analysieren, zu schauen, wo bin ich denn gerade, wie vorbereitet bin ich und das Beste ist, was muss ich noch tun, um mein Ziel zu erreichen. In der Formel 1 sieht man es oft. Es gibt Ingenieure, die Telemetrie verwenden, um Daten des Fahrzeugs während der Fahrt auf der Strecke zu sammeln. Damit erfahren sie, wann der Rennfahrer gebremst und wieder beschleunigt hat, um zu erklären, weshalb man dies tut, wäre die Antwort, und möglichst viel Daten zu erhalten, um daraus Schlüsse zu ziehen, wie man sich verbessern kann. Man kann vielleicht sehen, dass der Rennfahrer an einer bestimmten Stelle gebremst hat. Oder wenn man ihn mit einem anderen Rennfahrer vergleicht, sieht man, wann er wieder beschleunigt hat, also vielleicht ein bisschen später als der andere. Bei der Industrie 4.0 handelt es sich um das gleiche Grundprinzip. Man misst eine gewisse Anzahl von Parametern, alles was die Maschine liefern kann. Diese Parameter nutzt man dann, um sie zu vergleichen, zu untersuchen und um sie zu verstehen. Das heißt, man fragt sich, weshalb man mit dieser Maschine dieses und jenes erreichen kann. Oder weshalb man bei einer vorgängigen Produktion eines Teils jene Kadenz erreicht hat, die man heute nicht mehr schafft. Das ist genau das Gleiche. Die Messung dieser Parameter gibt uns alle Hinweise, um zu verstehen, was vor sich geht und dadurch Verbesserungsmaßnahmen zu ergreifen. Herr Brütschrücker, TUS ist 1877 gegründet worden als Feilenhauerei. Heutzutage agiert Brütschrücker TUS als internationales Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Darum haben wir uns eigentlich schon immer frühzeitig mit neuen Technologien auseinandergesetzt. Die digitale Revolution war die logische Konsequenz einer revolutionären Entwicklung unseres Leistungsportfolios.
Wenn man in die Vergangenheit zurückschaut, dann hätte man sich diverse Schritte in unserer technologischen Entwicklung so nie vorstellen können. Und so glaube ich, wird es auch in Zukunft sein. Ich glaube nicht, dass wir uns bereits jetzt schon alles vorstellen können, was wir in Zukunft noch werden erreichen können. Die Automatisierung ist heute überall, sei es in einem Flugzeug, in einem Formel 1 oder aber in einem Unternehmen. Was ist aber der tatsächliche Unterschied zwischen Automatisierung, also die Industrie 3.0, und der Industrie 4.0? Es ist die Digitalisierung. Die Idee ist, dass die Automatisierung nicht nur auf eine Maschine begrenzt ist, sondern sich letztlich über einen ganzen Maschinenpark erstreckt. Jedes Gerät ist ein Objekt und schlussendlich verwendet man das Objekt nach Belieben anhand der Bedürfnisse. Das ist es, was wir in den Fabriken der Zukunft, also den Real Smart Factories, erreichen wollen. Industrie 4.0 kann mithelfen, letzten Endes die Auslastung einer Werkzeugmaschine, eines Maschinenparkes zu optimieren, mit dem Ergebnis, dass man beispielsweise nicht in neue Maschinen investieren muss. Um das schlussendliche Ziel der Industrie 4.0 zu erreichen, nämlich eine Fabrik, in der sich alles von selbst korrigiert und Teile komplett automatisch hergestellt werden, braucht es mehrere Etappen. Jede Etappe wird ihren Anteil an Neuigkeiten und Vorteilen mit sich bringen. Die große Frage bleibt, was wollen wir mit all diesen Daten erreichen? Und solange der Endkunde nicht selbst eine Antwort auf diese Frage hat, ist es schwierig, ihm dies zu beantworten, weil wir nicht über seine Erfahrung verfügen. Je früher man sich mit solchen Technologien auseinandersetzt, umso mehr hat man sich die Möglichkeit, sich im Markt zu differenzieren und letzten Endes auch für die Kunden wieder Mehrwert und Nutzenpotenziale zu schaffen. Man muss den ersten Schritt machen, um bereits dieses Gespür zu entwickeln von, was werden mir alle diese Daten bringen. Die Antworten werden schlussendlich mit der Erfahrung kommen. Man sieht es bei den Kunden, die heute mit Digitalisierungslösungen arbeiten. Ah, mir kommt gerade in den Sinn, dass ich noch keine Zeit hatte, mich vorzustellen. Ich bin Jellix und wir werden das nächste Mal noch viel Zeit haben, uns besser kennenzulernen.